Wenn du wissen möchtest, was eine Wäscheklammer an deinem Auto dir bringt, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Denn wir nehmen hier nicht einfach nur eine Wäscheklammer und machen sie ans bzw. ins Auto, sondern präparieren sie vorher noch etwas. Und zwar mit einem Duft. Hier kannst du ein ätherisches Öl deiner Wahl nehmen zum Beispiel. Hiervon gibst du dann ein paar Tropfen auf die Wäscheklammer. Diese sollte im besten Fall natürlich aus Holz sein, denn auf Plastik würde das ätherische Öl jetzt einfach nur wieder herunterlaufen und hier kann es in das Holz ein wenig einziehen. Du kannst natürlich anstatt einem ätherischen Duft aber auch irgendwas anderes nehmen. Eine andere gute Möglichkeit wäre zum Beispiel Babyöl. Doch wie genau hilft dir das Ganze jetzt in deinem Auto und wie solltest du es anwenden, damit es auch wirklich richtig gut funktioniert? Du hast jetzt eben diese Wäscheklammer, die wirklich gut duftet, da du ein ätherisches Öl deiner Wahl hier drauf gemacht hast. Das heißt, ein Duft, den du gerne riechen magst. Und jetzt kannst du die Wäscheklammer dann in dein Auto klemmen. Am besten eignet sich dafür natürlich die Lüftungsschlitze in deiner Lüftung. Denn hier kannst du die Wäscheklammer jetzt wirklich einfach reinklemmen und dann hast du immer schön einen angenehmen Duft in deinem Auto. Und besonders wenn du eben die Lüftung anhast, kommt der Duft noch etwas besser zur Geltung, da er hier richtig schön durch das Auto gepustet wird. So kannst du also für eine wirklich einfache und günstige Duftquelle in deinem Auto sorgen. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, was Kaffeepulver dir in deinem Auto bringt, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.